herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub. So, heute dreht sich alles um ein bestimmtes Buch. Nämlich kein Löwenzahn-Buch, aber Guido hat ja ein neues Buch geschrieben. Frau Giraffe zieht um. Und er war so nett und hat uns zwei Exemplare davon zur Verfügung gestellt. Eins für mich und eins zum, ja genau, zum Verlosen. Aber dazu später. Frau Giraffe zieht um, ist ein wunderbares Kinderbuch. Es dreht sich darum, dass Frau Giraffe in Afrika lebt, so wie Giraffen normalerweise. Aber irgendwann beschließt, ich möchte mal was anderes sehen. Also begibt sie sich auf die Reise und sucht nach neuen Unterkünften, nach einem neues Zuhause. Und dabei lernt sie viele verschiedene Tiere kennen und wie die leben. Und es ist ein wunderschönes Buch mit tollen Illustrationen von Markus Zöller. Und ja, können wir mal kurz reinschauen. Wartet mal. Zum Beispiel hier. Also, sehr schön. Wirklich sehr hübsch. Dann immer halt für die Jüngsten gemacht zum Vorlesen oder für die Erstleser zum Lesen lernen. Sehr schön. Kleine, kurze Texte, aber und wirklich tolle Zeichnungen. Eine wirklich niedliche Geschichte. Sehr, sehr schön. Ja, wirklich sehr, sehr hübsch. Das ist also Guidos Erstlingswerk und das möchte ich euch ans Herz legen. Nicht nur, weil ich es bekommen habe, sondern weil ich es ganz toll finde. Ich habe im Vorfeld schon davon erfahren, damals, wo er angefangen hatte oder beziehungsweise wo er das geschrieben hatte und wo es noch nicht fertig war. Und jetzt ist es fertig, es ist gerade in den Handel gekommen, kostet 13 Euro, kann man überall kaufen, auch bei Amazon. Links findet ihr auch in der Beschreibung. Wenn ihr über Amazon kauft und ihr benutzt den Link da unten, dann unterstützt ihr noch ein bisschen den Löwenzahn Fanclub. Dann sage ich danke. Ihr zahlt da nicht mehr, sondern ich bekomme einen kleinen Teil ab. Ah, ja. Jo, ansonsten, ich möchte euch das ans Herz legen, weil es ein einfach tolles Kinderbuch ist. Gerade für die jüngsten Kindergarten, zum Vorlesen, zum Selberlesen. Ist eine sehr niedliche Geschichte und es wäre toll, wenn ihr euch das holt, wenn ihr es weiterempfehlt, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt eine Sache, ein Buch wollen wir ja verlosen. Deshalb hat uns das Guido zur Verfügung gestellt. Was ihr dafür tun müsst? Ihr da draußen, genau ihr da. Du, ja, du da hinten auch, genau. Ihr seid ja tolle Künstler. Ich weiß es, ihr habt überall Buntstifte, Wachsmalkreiden, alles Mögliche. Deswegen zeichnet uns doch mal eine Giraffe. Zeichnet uns eine Giraffe und unter allen Einsendungen verlosen wir ein Buch. Niegelnagelneu. Ist erschienen im Baumhaus Verlag. Wie viele Seiten haben wir denn? Steht das irgendwo? Nein, das steht nirgends. Kann ich euch gar nicht sagen. Aber wie gesagt, unter Baumhaus Verlag findet ihr alle Informationen zu diesem Buch. Und wenn ihr eins gewinnen wollt, malt ein Bild von einer Giraffe. Es muss nicht diese Giraffe sein. So wie ihr Giraffen malen wollt, malt mir eine Giraffe. Und unter all den Einsendungen verlosen wir dann ein Buch. Und es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist natürlich ein Buch mit Autogramm drin. Also was ganz Besonderes. Jo, schickt mir eure Kunstwerke entweder per Post an Löwenzahn Fanclub Sascha Stieler, Heerstraße 449 13593 Berlin. Oder ihr schickt mir davon ein Foto, was ein bisschen einfacher ist, an sascha@löwenzahnfanclub.de. Löwenzahn natürlich nicht mit Ö, sondern OE. Das können ja die Computer sonst nicht. Also Löwenzahn mit OE. Ja, schickt mir diese Bilder eurer Giraffe
Und unter allen Einsendungen verlosen wir ein Exemplar mit Autogramm. Na? Jo. Und eine Sache möchte ich noch. Solltet ihr euch das Buch holen, schickt uns doch mal ein Foto mit dem Buch drauf. Das möchte ich nämlich dem Guido weiterleiten, der freut sich riesig. Also, wenn ihr euch das Buch kaufen solltet oder wenn ihr es gewinnt, schickt uns ein Foto von euch mit dem Buch. Und ich leite es an Guido weiter und der würde sich freuen. Ne? Okay, gut, das war es erstmal von mir. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Mein Besuch bei Helmut Kraus muss ja noch geschnitten werden und dann noch für die neue Serie Löwenzahn Folgen angeschaut. Muss auch noch was geschnitten werden, es geht weiter. Ich bin dabei, habe nicht mehr so viel Zeit, aber bleibt uns treu, ne? Bei uns auf der Webseite, bei Facebook, auf der Fanseite und bei YouTube, Instagram, ich spreche das mal falsch aus, Instagram bin ich auch zu finden. Jo, also, es ist viel zu tun, packen wir es an. Gut, dann erstmal abschalten und ich drehe noch eine Runde. Beziehungsweise schneide eine Runde. Bis dann. Tschüss.